Ich lasse jetzt diese Kugel auf dieser schiefen Ebene los und wir beobachten ihre Geschwindigkeit. Am Anfang war die Geschwindigkeit 0 und dann wurde die Kugel immer schneller, immer schneller. Nochmal, am Anfang ist die Geschwindigkeit der Kugel 0. Jetzt wird die Kugel schneller und schneller. Wir sagen, sie sei beschleunigt. Um die Bewegung der Kugel längs dieser schiefen Ebene zu beschreiben, können wir unser Bezugssystem so wählen. Messungen im Physiklabor könnten solch eine Tabelle ergeben. Links haben wir die Zeiten t in Sekunden ausgedrückt und rechts haben wir die zurückgelegten Distanzen x in Meter ausgedrückt. Diese Tabelle kann man grafisch darstellen durch einzelne Punkte in einem Distanz-Zeit-Diagramm. Der Punkt mit Koordinate 0, 0 befindet sich da, der zweite Punkt mit Koordinate 1, 0,1 ist dieser, der dritte Punkt mit Koordinate 2, 0,4, das ist dieser Punkt und so weiter. Diese Grafik kann durch diese grüne Kurve modelliert werden. Es gibt immer kleine Messungsfehler. Die Gleichung dieser grünen Kurve ist x gleich 0,1 mal t im Quadrat. Die Mathematiker nennen solch eine Kurve eine Parabel. Für diese GGBB gilt, die Anfangsdistanz ist 0, die Anfangsgeschwindigkeit ist 0 und die Anfangszeit ist ebenfalls 0. Deshalb, unsere zwei Formeln einer GGBB werden hier sehr vereinfacht und werden zu diesen, denn V0 ist 0 und X0 ist ebenfalls 0. Und in einer Grafik XT, also zurückgelegte Strecke Zeit, sehen wir als Kurve diese Parabel und wir erkennen deutlich, in gleich langen Zeitabständen vergrößert sich die zurückgelegte Strecke. Die zurückgelegte Strecke ist am Anfang sehr kurz. Im nächsten gleich großen Zeitintervall ist sie ein wenig größer, danach noch größer und dann noch größer und so weiter. Ein VT-Diagramm, das heißt ein Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm, sieht so aus, denn in gleich langen Zeitabständen nimmt die Geschwindigkeit um gleich große Werte zu. So ist eine GGBB definiert. Und im Diagramm Beschleunigung Zeit sehen wir natürlich eine horizontale Strecke, da die Beschleunigung bei einer GGBB ja konstant ist.